Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zu Osiris New Dawn Experimental Branch. Ganz wichtig, Leute, ich liebe Osiris New Dawn. Wer das noch nicht weiß, jetzt wisst ihr es. Teilt sich den Platz mit Subnautica. Subnautica, bestes Unterwasser-Science-Fiction-Survival-Game. Osiris, bestes Science-Fiction-Survival-Game. Richtig gut, ich habe es so viel gespielt. Auf dem alten Kanal, die ersten Versionen habe ich gespielt. Damals auf der ganz ersten Karte. Dann, als die ganzen Updates rauskommen, immer und immer wieder gemacht. Wollte letztens wieder Osiris spielen mit dem Marc zusammen. Und ich habe die ganze Zeit von vielen Updates gehört und mir gedacht, was ist denn los? Die FPS sind so schlecht, die Performance geht gar nicht, die Grafik, keine Änderung, das Gameplay richtig kacke. Habe ich erstmal gemerkt, das wird alles immer nur im Experimental Branch geupdatet und nicht im normalen. Ach du meine Güte, guck mal, hier kann man nämlich auch mal ordentlich was einstellen. Das geht nämlich bei dem Main Branch überhaupt nicht. Immer natürlich schön rot. So. Schick, schick. Health, Strength, Stamina, aber kein Speed. Speed brauche ich nicht. Speed habe ich schlechte Erfahrungen aus den ersten Versionen von Osiris. Damals war die Geschwindigkeit so extrem hoch. Da hat mich ein paar Level in Geschwindigkeit gemacht, dass ich gelaufen bin und wie heißt das? Bin ich in mein Habitat rein und ich konnte nirgendwo richtig dran gehen, weil ich einfach so schnell gelaufen bin. Ich habe einmal auf W gedrückt und bin fast durch das ganze Habitat gerannt. Bin gegen die Werkbank gelaufen, wurde rausteleportiert in einen Graben, kam dieser riesige Sandwurm und hat mich gefressen. Das war nicht so gut. Stamina ist auf jeden Fall gut und Strength ist gut. So, das Wichtigste erstmal. Lairs muss ich machen und wir brauchen Forging. Das ist wichtig. Forging und Solarpanel. Solarpanel kann ich nicht machen, dann spare ich mir das Seins noch. Hier ist wichtig, das brauche ich auf jeden Fall. Die Schaufel brauche ich. Und eigentlich auch, ich brauche eigentlich beides. Wie viele? Ich habe jetzt nur noch einen Seinspunkt, ich kann mir gar nichts mehr davon leisten. Nahkampf, eine Furnace, dann auf die Klinge. Okay, alles ziemlich teuer für den Anfang. Name. Random. Oh, ich habe einen weiblichen Charakter genommen. Ja, meinetwegen. Nennen uns einfach Moon. Fertig. Reicht so. Okay. Universe-Name. Moonstorm. PvN, PvP gibt's ja gar nicht, weil wir ja... Das gibt's auch nicht, weil wir ja keinen Server machen, nichts online machen. Oh, Difficulty. Creative jetzt eigentlich nicht so. Nochmal, the way the game was meant to be played. Battle the elements, search for resources and monitor your suit. Ich würde erstmal leicht nehmen, weil ich nicht mehr wirklich in der Sache drin bin. Leider Osiris New Dawn experience. You will still need to survive, but the experience is more forgiving. Better for explorers who want less to worry about. Das finde ich gut. Und... Okay, hier gibt's das schon... Gab's nicht irgendwie, Okay, startet also direkt rein. Es gibt das scheinbar nicht mehr. Ich dachte, es gäbe einen Custom-Mode. War das nicht früher eine Sache? Oder gibt's das nur beim Main-Branch aktuell? Custom-Mode fand ich super cool. Dass man da alles einzeln einstellen konnte. Wie viele Ressourcen man bekommt, wie viel man aufstuft, wie stark die Gegner sind, wie viel sie aushalten. Das hat mir echt gut gefallen. Das fand ich super. Ich hoffe, dass das wieder reinkommt. Ladezeiten sind besser, muss ich sagen. Das ist das erste Mal, dass ich den Experimental Branch jetzt spiele. Oh Gott, das ist... Das Menü ist immer noch ein bisschen... Sekunde. Ey, 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 ey! Was? Hallo?
Mit F ist das. Ein Moment, ein Moment. Das Spiel hält natürlich auch nicht an. Okay, das sind scheinbar keine Spielsounds. Das Geräusch des Feuers. Mouse Sensitivity. Oh Gott, ich möchte die aber gerne, dass sie möglichst gleichmäßig sind. Er kommt aber ein bisschen spät. Multitool? Wait. Oh. Oh, okay. Cool, das kenne ich noch nicht. Das Multitool war für mich damals nur zum Bauen. Zum Fertigstellen von Gebäuden. Alter, was da für... Keine Ahnung, was das für Geräusche sind. Warum die da so intensiv sind. Ich habe auch keine Ahnung, wo ich jetzt gerade bin. Dafür ist das viel zu lange her. Das Spiel kommt mir immer noch ein bisschen träge vor. Hier, die Bäume. Ihr habt doch Beeren, oder? Oh, Fallschaden. Temperatur niedrig. Okay. Okay, nein, die haben keine Beeren. Ach doch, warte. Haha. Nee, F war's. Meine Güte. Ich muss erstmal an die Steuerung wieder rankommen. Ah, no more. Okay, unten links haben wir die Anzeige für alles. Das Blaue ist unser Durst, das Grüne ist unseren Hunger. Der ist aktuell am ehesten noch leer. Kann aber nichts genauer machen. Schade, diese Custom-Einstellung fehlt mir wirklich. Wir holen uns erstmal noch ein paar Beeren. Das sind noch blaue Beeren. Science bekommen wir davon. Boah, konnte man hier Sachen stacken? Ich glaube ja. Ich glaube, hier konnte man Sachen im Inventar stacken. Das war nicht so wie bei Subnautica, wo jedes Objekt einen einzelnen Platz braucht. Grab Sheddings. Das wäre aber kacke, wenn hier die Grabs kommen. Pistole habe ich keine, mit der ich starte. Warum denn nicht? Finde ich aber schade. Früher hatte man das. Country. Ach doch, doch, blaue Beeren. Okay. Ich glaube, blaue Beeren und rote Beeren zusammen mit irgendwas, da konnte man sich Bandagen damals daraus machen. Oder irgendeine Medizin oder so etwas, wenn ich mich daran noch erinnere. Das hier jedenfalls nicht, ich glaube... Das könnte was sein. Mit großen Blättern. Ich meine aber, das waren irgendwas wie Banana Leaf oder so etwas. Erstmal, wir schauen mal, was wir hier in den Links haben. V wird uns gesagt, sollen wir machen für die externe Perspektive. Ist zwar ganz nett, aber schlecht zum Kämpfen und alles und so. 20 Space Debris soll ich finden. Okay, das finden wir... Das finden wir wohl doch besser da, wo wir runtergekommen sind. Ich finde... Okay.
Der Fallschaden ist ein bisschen unforgiving. Also, es gibt doch einige Sachen, die ich hier beim Experimental Branch jetzt aktuell vermisse. Muss ich sagen. Stahl ist auf jeden Fall gut. Space Debris 7. Ich glaube, daraus müssen wir uns dann erstmal eine Werkbank machen oder so etwas. Ich habe noch keinen Erz gesehen, oder soll das hier jetzt Erz sein? Ist das so ganz normale Steine einfach nur? Nee. Wie krass ich hier runterrutsche. Ich weiß nicht, ob mir das alles so wirklich gefällt, wie das, in welchem Status sich das aktuell befindet. Ich glaube aber auch, das Spiel wird noch... Gott, ist das laut. Ich glaube aber auch, das Spiel wird noch lange in der Early Access bleiben. Also, soweit ich das gesehen habe, es bekommt zwar viel mehr Content mittlerweile, aber es ist noch... Brauche ich Oxygen? Weiß ich nicht. Oder ist das erst bei normal? Hier sind jedenfalls die ganzen Sachen, die ich gesucht habe. Hinten sind sie runtergekommen. Allerdings nicht mehr so viel. Mir fehlt Klebeband. Stimmt, Klebeband macht man... Stimmt, ich glaube, rote Beeren und blaue Beeren. Aus einem macht man Klebeband und aus dem anderen Bandagen. Nicht wahr. Das ist nicht wahr. Wieso ist mein Suit breached? Wieso? Es kommt schon wieder. Wieso ist hier ein Spaceship? Lass mich oben drauf, da bin ich sicher. Ich bleib hier. Wie mache ich denn jetzt nochmal? Wo craftet man denn? Buildcraft. Tape, da, aus blauen Beeren. Okay, ich habe einfach mal alles jetzt benutzt. Das war zwar nicht so ganz der Sinn der Sache. Ich hänge fest. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich kann nicht mal irgendwas auswählen aus meinem Inventar. Okay. Meiner Meinung nach das Problem, das das Spiel noch hat, es sind viele gute Sachen weg. Viel guter Inhalt von dem Spiel fehlt irgendwie, meiner Meinung nach. Ein paar Sachen sind noch nicht ganz in Ordnung, aber das größte Problem ist, das Spiel ist zu unübersichtlich. Das ist meiner Meinung nach das Problem. Man ist vollkommen überfordert mit allem, was man tun kann und was man machen muss. Was ich jetzt gerne mal machen möchte, ist, ich möchte gerne mal creative gehen und mich umschauen. Ich möchte gerne sehen, was das Spiel alles für Sachen hat mittlerweile. Da habe ich nämlich überhaupt keinen Überblick mehr. Ich meine, ich muss auch sagen, das Menü, das Inventar und so, das sah früher anders aus. Vorher hatte man nicht dieses große Rad, wo man dann diese ganzen Punkte drumherum hat.
Ich bin jetzt Creative. Ihr dürftet mir doch eigentlich nichts tun, oder? Ich will mal sehen, ob ich. Okay, keine Ahnung. Ich habe aber trotzdem diese Hunger-Durst-Anzeige und eine beschädigte Lebensanzeige. Das verwirrt mich trotzdem gerade ein bisschen. Oh, da hinten ist der Wald. Oh, den kenne ich noch. Ah ja, okay, aber ich kann endlos fliegen, wie beim Dings. Ja, genau. Creative Mode. So, da werde ich mich jetzt gleich erstmal richtig umsehen. Und Damage? Nein. Okay. So, ich meine das hier. Man hat schon dieses Rad. Allein jetzt mal Inventar ist auf F2, um schnell aufs Inventar zu kommen. Buildcraft auf F3. Mission F4. Wie kommt man denn so schnell? Ich benutze nie die F-Tasten. Ich weiß gar nicht, warum die. Naja. Und dann, wenn man sich das hier ansieht, wenn man das erste Mal das Spiel schreibt, man ist doch vollkommen überfordert mit den ganzen Anzeigen. Man hat hier überall diese Kreise, die alles anzeigen. Die Prozent Uhrzeit ist hier, Clear Conditions. Das ist genau Combat Engineering und Science. Das ist, wo wir die Level drinne bekommen. Hier, das sind unsere persönlichen Attribute. Und sowas. Das ist einfach zu viel. Dann das Inventar. Okay. Exit to Matrix. Ja, okay, das ist dann das jetzt. Field Guide, das ist. Es ist einfach ein bisschen zu unübersichtlich, finde ich. Es sieht zwar schick aus, aber gerade für Neueinsteiger wird das. Ist das eine Katastrophe. Utility, was kann man denn hier mittlerweile machen? Gibt es hier was Neues? Etwas, das ich noch nicht kenne? Ne, ich kenne das alles noch. Ja, den kenne ich auch noch. Genau, und dann braucht das auch noch. Vor allem dauert das zu lange, sich zurechtzufinden, wenn man sich die kurzen Tasten einfach nicht merkt. So. Das finde ich cool. Mal schauen, ich glaube, ich habe noch ein paar Screenshots von einer richtig geilen Basis, die ich damals gebaut habe. Okay, Klima, Oxygen, Wasser, Kitchen. Stimmt, und es gibt immer noch nichts Deutsches, oder? Warte, ich glaube, der Main Branch, der hat auch noch keinen deutschen Text. Der ist auch noch komplett auf Englisch. Das ist natürlich für Leute, die das gerne spielen wollen und die halt Probleme mit Englisch haben, ist das natürlich auch nicht so optimal. So, das Labor auf jeden Fall. Ja, das kenne ich alles noch, soweit. Wir machen uns mal hier so einen Inflatable Dome. Das Standardding. Das habe ich übrigens bei der Abschlussstelle gar nicht gesehen. Ich meine, früher hatte man immer eins von Anfang an mit dabei. Und man hat hier keinen Laptop mehr drin? Muss man sich dann jetzt extra einen Computerdesk für Dings machen? Kein Laptop mehr zum Decoden. Ich vermisse irgendwie ein bisschen. Ich muss sagen. Ist zwar cool, was so alles neu dazu kommt, aber manchmal vermisse ich schon die Zeiten, in denen es noch nicht so viel Content gab. Die Zeiten kennt man vielleicht von meinem alten Kanal noch, falls das jemand gesehen hat, wo ich mit dem Gyrol und den Zwillingen zusammengespielt habe und so. Das war eine ganz lustige Sache. Da hatten wir noch viel Spaß bei dem Spiel. So, jetzt will ich aber erstmal schauen. Ich sehe hier nirgendwo Erze. Sind das hier Erze? Scheinbar nicht. Das sind einfach nur Steine. Habe ich irgendwas verpasst? Irgendwo? Da. Das hier sind Erze, ja. Rich Mineral Deposit. Da habe ich aber recht wenig gesehen bis jetzt. Wobei, hier fängt es jetzt langsam an. Da ist noch eins. Ach stimmt, und die Gase, genau, für zum Wasser herstellen und so etwas.
Nitrogen, nee, das haben wir jetzt nicht gebaut. Das ist dann die Mine hier hinten. Bewegen wir uns mal zur Osiris-1-Basis. Die müsste, wenn ich mich richtig erinnere, in diese Richtung sein. Genau, in der Nähe von diesem Wurmfriedhof. Und dann bauen wir uns mal ein Fahrzeug und testen mal aus und fliegen dann mal zu einem von den neuen Planeten. Ich will mal sehen, wie sich die anderen Planeten verändert haben. Es gibt jetzt, glaube ich, einen neuen Planeten oder es wurde nur einer angekündigt. Ich kenne auf jeden Fall noch Azeel und Zer. Der Feuerplanet und der Eisplanet. Die möchte ich mir auch mal ansehen, ob sich da was verändert hat. Hier hat sich offensichtlich ein bisschen was verändert. Also es ist ein bisschen umarrangiert worden, ein bisschen überarbeitet, die ganze Karte. Das auf jeden Fall. Diese ganzen Steinmonolithen, die es hier jetzt mittlerweile gibt. Hier diese Steintürmchen, die überall sind, die kenne ich auch noch gar nicht. Da, das ist sie. Wow, hier hat sich aber ganz schön was verändert. Warte mal kurz, hier war da. Na, wobei es geht. Hier haben wir unsere erste Basis aufgebaut. Hier bei dem Ding, weil bei der Osiris-Basis dieser komische Geist immer aufgetaucht ist. Oh, das Skelett hat sich verändert. Das sieht krasser aus. Genau, hier haben wir unsere Basis aufgebaut. Hier die ganzen Steine gab es dann noch nicht. Und wieso steht hier einfach so ein Fahrzeug rum? Das ist die Osiris. Warte, das ist die Osiris-1-Basis. Die hat sich aber auch ganz schön verändert. Forgotten Droid. Kann man die dann reparieren? Kann man die Basis noch startklar machen oder? Ne, die scheint völlig im Eimer zu sein. Okay, hier ist nicht mehr so viel Loot wie früher. So gesehen. Ich glaube, der Main Branch, da müsste es von der Anordnung noch aussehen wie im Original. Hier fehlt auch das Labor, das hier war, und diese ganzen Tanks und so waren nicht hier. Satellitenschüsseln, das alles. Okay, hier ist auf jeden Fall mehr zu sehen. Funktioniert denn das Fahrzeug? Kann man da einsteigen? Scheinbar nicht. Das ist einfach nur so zur Deko. Da müsste man das aber vielleicht ein bisschen mehr ramponieren, damit das besser aussieht. Die Basis sieht zu sehr intakt aus im Vergleich zu, wie es damals war, finde ich. Auf jeden Fall, jetzt machen wir mal hier Structure, Labor. Hallo? Standbild? Ah, jetzt. Jetzt ein Meteorit neben mir eingestürzt. Noch einer von denen. Multitool, dass man jetzt alles mit dem Multitool machen muss. Wahnsinn. Space Debris bekommt man daraus auch. Also das Einzige, was ich früher mit dem Multitool gemacht habe, war halt das hier. Die Wände in Gebäude reinsetzen. Natürlich, durch das Abbauen und so kommt dass man jetzt mehr damit macht, macht natürlich jetzt mehr Sinn, wenn es Multitool heißt. Ich hab. Okay. Hat kurz nicht reagiert. Na schön, dann schauen wir mal. Mining Assist. Den kenne ich noch nicht. Jetzt habe ich Probleme mit meiner Maus, hat natürlich. Security Unit. Cool. Mecha Grab, die kenne ich noch. Hoverbike kenne ich auch. Kann ich nicht. Mal so, Spaceship, okay. Das wurde auf jeden Fall, das sieht anders aus. Den kenne ich noch.
Rover kenne ich. GAV. Sieht unvollkommen aus. Wait, muss man den zusammensetzen? Ich scrolle übrigens nur runter. Ich will mal das Hoverbike nochmal austesten, ob das immer noch so viel Spaß macht wie vorher. Das Hoverbike war Premium. Ups. Das Hoverbike ist immer noch das Beste. Macht echt Spaß damit. So. Rover. Möchte ich mir gerne mal ansehen. Okay, nee, der wurde nur auf dem Bild anders angezeigt. Kann man den customizen? Okay, das sind dann die Farben. Advanced Repair und Repair. Ja, okay. What the fuck? Der wäre fast umgekippt. Das habe ich ja noch nie beim Rover gesehen. Der Rover kommt normalerweise über alles rüber. Über alles habe ich gesagt. Da, so. Ja, gut. Aber ich meine, es wurde doch angekündigt, dass es sowas wie Terraforming gibt. Zumindest im bestimmten Grad. Dass man dort auch eine Schaufel dran machen kann. Warte, ich werde mal versuchen, dass wir uns eine Schaufel herstellen, um mal zu sehen, ob das schon drin ist. Was war das denn für ein Geräusch? Okay, keine Ahnung. Da. Eine Schaufel, bitte. Oh, ich habe ganz viele Meldungen bei OBS, sehe ich gerade. Frames wurden übersprungen. Das ist natürlich nicht so gut. Ich hoffe, das stört nicht zu sehr in der Aufnahme. Ich hoffe, das sieht man nichts Problematisches. Ne, okay, das ist noch nicht drin. Ne, das war nur bei der Experimental, bei der Trial-Version oder wie das hieß. Aber das scheint noch nicht drin zu sein. Die wurden auf jeden Fall vom Design geändert. Die sind. Dass der Schwanz ein bisschen steif ist, sieht ein bisschen komisch aus, aber das soll wohl ein Stachel jetzt einfach nur sein. Und die sind kleiner geworden. Naja, gut. Gehen wir mal zum Spaceship. Ich will das jetzt gerne mal sehen. Du bist aber nicht in Landeposition. So, wie ging das jetzt nochmal? Linke Maustaste. Genau, Hover und jetzt die Geschwindigkeit eingestellt. Gibt es die Würmer hier in der Version drinne? Oder wurden die vielleicht vorübergehend rausgenommen? Ich weiß noch nicht mehr, wo die überall spawnen. Das wäre nämlich noch ganz cool, nochmal so einen Wurm zu sehen, ob sie den überarbeitet haben. Ob die jetzt krasser aussehen. Wie gesagt, keine Ahnung, wo die überall spawnen können. Ja, okay. Na gut, fliegen wir mal ins All. So, Exit Planet. Okay, jetzt will ich mich hier erstmal umsehen. Oh, es leckt gerade ein bisschen. Viele Asteroiden. Gibt es hier denn jetzt. Eieiei. Okay, an denen kann man dieses blaue Erz abbauen. Weiß nicht mehr genau, wie es heißt. Jetzt mal kurz schauen, wo hier welcher Planet ist. War das hier Azil?
Jo, war's. Okay, im Weltall leckt es ein bisschen. Uiuiui. Hat schon FPS-Probleme gerade. Ah, jetzt sehe ich doch was. Hier ist es ganz schön neblig. So, jetzt kann ich mir mal hier eine Übersicht verschaffen. Auch wenn es immer noch leckt. Das ist ein bisschen problematisch. Gibt es hier mittlerweile Leben? Wahrscheinlich. Okay, da ist so eine vulkanische Stelle. Ne, okay, der Planet ist uninteressant. Gibt halt viel Eis. Würde mich aber doch gerne umsehen, ob es noch andere Planeten gibt. Proteus 2, das ist der, auf dem wir gestartet sind, der Wüstenplanet. Was ist da? Lutari, der ist neu. Lutari ist neu. Der sagt mir überhaupt nichts. Fuck. Alter, ich hab jetzt auf keine Ahnung, was hier manchmal abgeht. Exit Planet will ich gar nicht. Ich will den Planeten sehen. Da, jetzt. Jetzt sehe ich hier langsam was. Es leckt ziemlich krass für mich. Wir haben hier ein Radar, das zeigt uns scheinbar Erze an. Das da oben rechts sehe ich jetzt gerade erst. Oder was sind das für Punkte? Ich lande hier mal. Ich kenne den Planeten noch nicht. Ich weiß nicht, was es noch für Planeten gibt, aber es leckt zu sehr, als dass ich mich ordentlich umschauen könnte. Deswegen möchte ich jetzt noch nicht zu viel machen. Ich fürchte, das wird so ein Spiel sein, das mit dem werde ich mich erst wieder richtig beschäftigen, wenn es komplett fertig ist. Was wohl noch so. Alter, what the fuck? Was wohl noch so ein oder zwei oder drei oder 4 Jahre dauern könnte. Es kommt halt immer wieder Content raus, aber noch nicht mal für den Main Branch, sondern nur für die Experimental-Version und so etwas. Deswegen. Es kann auch eine Zeit lang dauern, bis ich mir das Spiel wieder ordentlich anschauen kann. Cool. Moonshroom. Schön. Das hier hat tatsächlich ein bisschen so die Oberfläche vom Mond. Vom Aufbau her. Ich frag mich, ob es hier Leben gibt. Hier dieser Krater zum Beispiel. Es sieht doch wieder perfekt aus, als ob hier so ein Wurm sein könnte. Nur ein kleiner. Schon wieder Geräusche. Ich glaube, das ist irgendein Warngeräusch von OBS, weil das Spiel nicht so richtig mitgenommen wird, sage ich mal. Ja, gut, habe mich ein bisschen umgesehen. So krass viel Neues kommt mir irgendwie noch nicht so vor, dass das da drin ist.
Also, ich habe schon etwas mehr an Content erwartet. Nach der langen Zeit, die ich das letzte Mal gespielt habe. Vor allem ein bisschen bessere Performance hätte ich erwartet. Dass ich jetzt so Probleme habe, verstehe ich eigentlich gar nicht. Ich hatte auch extra. Seit dem letzten Mal habe ich viel krassere Grafikkarte und so und. Das sieht interessant aus. Lithium. Ah ja. Okay. Mineral Outcropping. Ich bin echt gespannt, was aus dem Spiel noch so wird. Aber ich muss ehrlich sagen, vor einiger Zeit, vor 2 Jahren glaube ich, da war der Content eigentlich richtig gut, dass ich viel Spaß damit hatte, im Multiplayer mit anderen zu spielen. Das hat echt Spaß gemacht und wir haben echt eine Menge tun können. So hätte das meinetwegen im Main Branch bleiben können. Und dann hättest du mit dem Experimental Branch anfangen können. Stattdessen ist der Main Branch ein bisschen geupdatet worden, allerdings in einen Status, der nicht so gut spielbar ist. Was ein bisschen schade ist. Naja, ansonsten. Ich werde warten, was die Zukunft von diesem Spiel noch so bringt. Und werde mir das dann irgendwann nochmal ansehen. Aber das wird vermutlich noch eine Zeit lang dauern. Ich noch was sehen? Was ist das denn für ein grüner Planet? Oder soll das Proteus 2 sein? Was war das? War das Azil? Das Zer? Das Proteus 2? Könnte sein. Das Theseus Prime. Auf den kommen wir leider nicht. Da wurde ja schon früh gesagt, dass es ein Gasplanet ist. Deswegen schade, sonst wäre das cool gewesen für das finale Update. Ich falle langsam. Ich sehe weniger. Weniger Gravity. Wait. Ich habe das Gefühl, dass ich höher stehe. Da, jetzt bin ich auf dem Boden. Ja, gut. Das war's von meiner Seite erstmal von Osiris New Dawn. Und ich werde mir das dann irgendwann nochmal ansehen. Allerdings kann das eine Weile dauern, bis wirklich das Spiel in einem Zustand ist, in dem die Entwickler sagen, es ist fertig. Dann werde ich mir das nochmal ordentlich ansehen und viel damit spielen. Ja gut, dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal wieder zu einem neuen Video. Da war schon wieder dieses Geräusch. Was ist das für ein Geräusch dauernd? Egal, bis zum nächsten Mal. Ciao.